In diesem Video geht es um 8 Maßnahmen, die du tun kannst, um dein Leben nachweislich zu verlängern. Fangen wir direkt an. Nummer 1. Die Reduktion von Alkohol. Der durchschnittliche Deutsche trinkt jährlich ca. 10 Liter an reinem Alkohol. Das entspricht einer Menge von 475 Flaschen Bier. Oder anders ausgedrückt, 4 kurze Schnapsgläser jeden Tag. Auch wenn alte Bauernweisheiten zum Beispiel behaupten, ein Gläschen Rotwein am Abend schadet nicht, muss ich dich leider enttäuschen. Alkohol ist ein Nervengift. Schon die geringste Menge davon schadet dem Körper. So muss er beispielsweise viele wichtige Funktionen zurückstellen, da die Entgiftung immer an erster Stelle steht. Nummer 2. Der Verzicht aus Rauchen. Nikotin, Teer, Blausäure. Das sind nur wenige Namen an giftigen Stoffen in Zigaretten. Insgesamt gibt es 250 giftige und 90 krebserregende Stoffe im Tabakrauch. Im Jahr sterben dadurch 110.000 Menschen allein in Deutschland. Weltweit sogar ganze 7 Millionen. Das wären also alle 8 Sekunden ein Toter durchs Rauchen. Der in Amerika berühmte Arzt Andrew Weil schreibt in seinem Buch sogar, dass der Tabak in Zigaretten zu den am süchtig machendsten Drogen gehört. Vergleichsweise mit Crack oder Crystal Meth. Das Rauchen wird hier vor allem zum Stressabbau genutzt. Durch eine kurze Raucherpause fühlt sich der Stress in der Arbeit wie weggeblasen an. Doch genau hierfür empfehle ich andere Methoden zu finden. Mein persönlicher Tipp: Meditation. Nummer 3. Eine gesunde Ernährung. Nahrung dient als direkte Energiequelle für den Körper. So ist der alte Volksspruch, du bist, was du isst, ein weiser Ratschlag für dein Leben. Bei der Ernährung kommt es darauf an, ein richtiges Maß zu finden. Esse abwechslungsreich und experimentiere, was dir am besten tut. Höre dabei immer auf deinen eigenen Körper, denn das ist am wichtigsten. Ich persönlich fühle mich geistig klarer, wenn ich auf Milchprodukte verzichte. Als Faustregel gilt immer, die Masse macht das Gift. Nummer 4. Regelmäßige Bewegung. Eigentlich das Normalste auf der Welt, doch unsere moderne Zivilisation drängt uns immer mehr in unnatürliche Verhaltensweisen, wie etwa dem Sitzen im Büro. Dabei ist es absurde, dass Sitzen für den Menschen eine komplett unnatürliche Position ist und der Körper eigentlich gar nicht dazu ausgerichtet ist. Versuche dich dennoch täglich zu bewegen. Sport hält fit und erdet dich. Er ist der ideale Ausgleich zur Kopfarbeit. Und damit ist kein Höchstleistungssport gemeint, sondern schon kurze Spaziergänge oder Gartenarbeit helfen dir oft. Nummer 5. Ein angemessenes Körpergewicht. Neben der Ernährung und der Bewegung ist natürlich noch ein gesundes Körpergewicht wichtig. Denn wer unter Über- oder Untergewicht leidet, hat ein erhöhtes Risiko auf viele Krankheiten. Forscher haben hierfür einen Body Mass Index entwickelt, der einen Richtwert zwischen Körpergewicht und der Größe ausmachen soll. Wenn du nun deinen eigenen BMI prüfen willst, dann klicke auf den Link unten in der Beschreibung, den ich dir hinzugefügt habe. Dort kannst du sehen, ob du mit deinem Gewicht im gesunden Bereich liegst. Nummer 6. Eine glückliche und stabile Beziehung. Männer und Frauen in Beziehungen leben prinzipiell gesünder. Sie achten aufeinander, bewegen sich mehr und tragen Verantwortung für ihre Gesundheit. Das Ergebnis einer tschechischen Studie von 2013 lautete: Männer in Partnerschaften leben durchschnittlich 9 Jahre länger, während Frauen 7 Jahre länger leben. Besonders Männer mit einer intelligenten Partnerin profitieren für ihr Leben. Nummer 7. Die Fähigkeit, positiv mit Problemen umzugehen. Laut dem österreichischen Lehrer und Schriftsteller Ernst Ferstl ist eine positive Einstellung zu lösbaren Problemen bereits der halbe Erfolg. So hilft es dir, wenn du deine Probleme nicht mehr als Hindernis wahrnimmst, sondern als eine Herausforderung zum Wachsen. Nummer 8. Die Vermeidung von depressiven Erkrankungen. Depressionen gelten in unserer heutigen Zeit leider immer noch als Tabuthema. Die World Health Organization rechnet damit, dass Depression in den kommenden Jahren die zweitgrößte Todesursache sein wird. Und oft wird sie von Betroffenen nicht mal selbst erkannt. Scheue dich also nicht, Hilfe aufzusuchen. Oft kann schon ein kleines Gespräch viele unterdrückte Emotionen ans Licht bringen, die dich aus dem Untergrund sabotieren. Ich werde zu diesem Thema auf jeden Fall noch weitere Videos hochladen. Und wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!